Hey ho, Leute, da sind wir wieder um 17 Uhr und ich wollte euch einmal kurz in meinem Ordner, wo ich Großformel Pass 2 Deutschstunde habe, habe ich da hinten noch so viele freie Seiten, da habe ich mir gedacht, da werde ich so die eine oder andere Holo-Karte, die ich von Yu-Gi-Oh! Von damals noch habe, reinpacken, nachdem ich sie in meine Sleeve gehüllt habe, um sie so ein bisschen zu schützen, da ich ja nicht spiele, die Zeit immer früher, wo ich noch gespielt habe, jetzt bin ich mehr der Sammlerboy. Und wir starten einmal kurz mit der ersten Seite, wo wir natürlich gleich auf die drei ägyptischen Götterkarten kommen. Natürlich limitierte Auflage, das heißt nicht ganz so was Besonderes. Aber in einem 1A-Zustand haben wir die drei ägyptischen Götterkarten. Die Yu-Gi-Oh! Spielmarke hier mit der Dual Disc. Dann haben wir hier die Glorias aus Königs rechter Hand. Ist, glaube ich, das Duell bei Pegasus, ne? Dann Königreich der Duellanten. Und Reise ins Königreich sind, glaube ich, alles drei Karten, die du benötigst, um im Pegasus-Duell halt bis an die Spitze zu kommen. Habe ich gedacht, die kommen ein bisschen mit der Karte hier, um die drei Monster hier alleine ziemlich cool zu haben. Dann blättern wir um. Dann haben wir da natürlich Exodia. Leider keine deutsche erste Auflage, sondern ich meine aus dem extra Deck. Aber das macht nichts, denn auch diese Exodia ist in einem kompletten niemanden Zustand. Dann kommen wir zu meiner dunklen Magierseite, wo wir einige Karten davon vorhin ja schon aufgemacht haben. Wo ich aber denke, dass da in nächster Zeit noch ein paar weitere zuwandern werden. Diese Karten sind alle in einem perfekten Zustand. Darum, wie gesagt, in die Sleeve und in den Ordner. Da oben haben wir nochmal meinen schwarzen Magier des Chaos, auch im Top-Zustand. Schwarzes magische Ritual. Dann versuche ich hier so ein bisschen alle schwarzen Chaos-Magier so ein bisschen zu sammeln. Kommen wir dann zur nächsten Seite. Den Thundrachen. Ach, den Thundrachen, come on. Den schwarzäugigen Rotdrachen, Hashtag Joey. Da die Karte, die wir vorhin gepult haben, blauiger, weißer Drache. Da ist der Sternsturmdrachen von vorhin. Ich muss hier nochmal gucken, ob ich hier eine richtige Ordnung reinbekomme. Aber erstmal die Karte ist lief in den Ordner gehüllt haben. Hier ist dunkle Magiermädchen. Da haben wir nochmal das dunkle Magiermädchen. Da haben wir die Zauberkarte, die wir vorhin geschenkt bekommen haben, von Justice Cards. Dunkler brennender Angriff. Ich kann das so gar nicht lesen mit dem Licht. Haben wir hier oben eine meiner Lieblingskarten von früher. Originale Spiegelkraft in Holo, in einem wirklich niemanden Zustand. Dunkle Erneuerung, Fusionswächter, alles in Holo, D-Gegenschlag, Fehlfunktion, die Tomb World in Holo. Und so kommen wir da zur einen oder anderen Karte. Da ist wieder das spaßglänzende Soldat, Seiyaru, Cyber Laser Dragon, aufgeben als Opfer, Cyber Enddrache, alles Holo-Karten von früher noch. Was habe ich hier denn noch? Maske Beast, Kartenzerstörung, Austausch. Und dann sollte ich schon wieder aufhören. Ihr seht, die ganzen Seiten sind noch frei für deutsche Karten. Holo in einem super Zustand. Die, wenn ich sie bekomme, hier reinkommen. Die Jagd darauf wird nicht explizit sein, weil Pokémon wird erstmal voll rum bleiben. Und Großformel Pass muss noch vollständig gemacht werden. Durch eure Hilfe. Aber ich denke, so ein kleiner Einblick in die aktuelle Sammlung tut ganz gut. Denn so könnt ihr vielleicht Anreiz bekommen, mir zu helfen. Dafür schon mal einen großen Dank an euch und ich hoffe, zusammen können wir diesen Channel auf jeden Fall rocken. Drum bleibt am Pokéball, glaubt an die erste Karten und let's go. Morgen früh der Sohnemann am Magic Mittwoch mit dem Booster. Let's go. Abonnieren natürlich und den Daumen nach oben da lassen. Dankeschön.